Mimi Fiedler, TV-Star trauert um verlorene Liebe. Eine Hochzeit und zwei gescheiterte Verlobungen später scheint Mimi Fiedler, 47, bei Otto Steiner, 59, angekommen zu sein. Mit dem Fernsehproduzenten und Sportfunktionär ist die einstige Nachtschwestern-Darstellerin seit 2019 verheiratet. Doch ihre nachdenklichen, trauernden Worte in einem aktuellen Instagram-Beitrag, die tief in ihr Seelenleben blicken lassen, handeln von einem anderen Mann. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mich mehr um dich drehen und weniger nur um mich selbst. Ich würde dich nicht mehr fragen, wie es dir geht, sondern wie du dich fühlst und ob du überhaupt etwas fühlst. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich deine Entscheidungen akzeptieren und nicht über sie urteilen. Nur weil ich einen anderen Weg für dich gesehen habe, schreibt Mimi Fiedler. Dazu teilt sie ein älteres schwarz-weißes Foto, auf dem sie innig mit einem anderen Mann zu sehen ist. Weiter heißt es, ich würde all deine Zeichen besser verstehen und würde kein Schweigen mehr zwischen uns dulden. Keinen schiefen Ton, ich würde hin und nicht wegschauen. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich dir sagen, wie sehr du mein Leben verändert hast und wie unersetzlich deines ist. Anführungszeichen. Abschließend entschuldigt sich die Schauspielerin kroatischer Herkunft bei dem Unbekannten, bitte verzeih mir, dass ich dich nicht halten konnte, weil ich selbst noch zu haltlos war. Du fehlst mir und der Welt. Gerade die letzten Worte lassen vermuten, dass die Person nicht mehr unter den Lebenden weilt. Daraufhin wollen viele UserInnen wissen, an wen Mimi ihren so wunderschön berührenden Text richtet. Eine Antwort gibt es nicht. In der Vergangenheit ließ die Rosamunde Pilcher Schauspielerin in den sozialen Medien bereits öfter tief blicken. Machte im April 2020 ihre Alkoholsucht öffentlich, an der sie vor vielen Jahren litt. Der Auslöser? Eine Trennung, wegen der sie in ein tiefes Loch fiel. Heute engagiert sich Mimi dafür, dass das Thema mentale Gesundheit mehr Beachtung findet. Verwendete Quelle: Instagram.com